Du möchtest total gerne gut singen können, aber deine Stimme klingt einfach nicht schön? Ob du singen kannst oder nicht, ist genauso wenig Zufall, wie ob dein Essen schmeckt oder nicht. Ich stehe hier mit dir vor meiner Gewürzschublade und ich kann dir die gute Nachricht sagen, dass Singen eigentlich genauso funktioniert wie Kochen. Unser Essen besteht aus verschiedenen Zutaten und verschiedenen Gewürzen. Und während du kochst, schmeckst du immer wieder ab und denkst, ha, es ist noch zu wenig hiervon. Und dann kippst du verschiedene Zutaten noch mit rein und schmeckst immer wieder ab und testest einfach so lang, bis es dir gefällt. Es kann auch sein, dass du mal zu viel von was dran hast und dann ist es halt so, dann schmeckt das Essen heute vielleicht nicht so gut, aber du hast daraus gelernt für das nächste Mal und wirst so zum nach und nach immer besseren Koch. Und genauso wirst du nach und nach zu einem immer besseren Sänger, wenn du die Zutaten kennenlernst, aus denen deine Stimme besteht und wenn du lernst, sie in ein richtiges Verhältnis zu bringen. Zutaten zu unserer Stimme sind verschiedene Muskeln, aus denen unsere Stimmlippen den Klang produzieren. Wir haben ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Klänge zu produzieren, genauso wie wir unser Essen etwas saurer, etwas salziger, süßer, schärfer machen können, so können wir unsere Stimme auch schärfer klingen lassen, hauchiger, kräftiger, sanfter und ja, viele verschiedene Gewürze, die wir so kombinieren können, wie wir das gerne möchten. Und das haben wir in der Hand. Nicht jeder ist ein geborener Koch. Von Anfang an gelingt dir sofort das beste Essen. Und so ist es beim Singen auch. Aber du kannst das lernen und du musst dazu kein Zauberkünstler sein. Und dafür, um die ersten Erfahrungen mit dem Kochen, mit deiner Stimme zu machen, mit den Gewürzen, wie du deinen Stimmklang so hinbekommst, dass er dich befriedigt, dass er dir schmeckt, dass er dich so richtig glücklich macht, dafür lade ich dich zu meinem kostenlosen Webinar ein. Und da wirst du die ersten Erfahrungen damit sammeln, wie du deine Stimme so mixen kannst, dass sie dir gefällt und dass daraus ein Klang entsteht, der dich glücklich macht. Das Webinar ist kostenlos. Du kannst dich unter dem Video dazu anmelden. Und ich bin einfach ja, ganz gespannt darauf, was du für Erfahrungen machst, weil ich dir einfach gern zeigen möchte, dass auch du deine Stimme so mixen kannst, dass daraus ein toller Klang wird. Ich freue mich auf dich. Deine Elo von Knorre.